Ja, komm Sascha, versuch doch da durchzulaufen. Du bist doch unsympathisch, TV, du schaffst vielleicht. Das heißt die Kinowende. Ich auch. Also Leute, was geht ab? Der Sascha und ich, wir holen uns den Kaffee. Wie ihr seht, Sascha ist wirklich richtig hart in Mitleidenschaft gezogen. Nichts geschlafen, komplett am Arsch. Ja. Völlig asozial, selbst zu mir normal ist er immer echt übel lieb und nett zu mir, aber heute geht's. Nee, ich geh keinen Kaffee und geh alleine. Geh alleine. Ja, ich muss auch sagen, Alter, das letzte Mal, als ich um die Uhrzeit wach war, kam ich vom Club nach Hause. Das ist. Aber schöne S-Kupé. Was? Boah, das ist ein S-Kupé, gell? Ja. Ey, nicht mal Türen sind hier offen, ohne Witz. Nicht mal Tim Gabel bekommt die Tür. Nicht mal. Okay, also wo ist jetzt, wir gehen jetzt. Starbucks oder irgendwas? Wir machen auch keine Product Placements. Jo Leute, also wir sind jetzt hier beim Starbucks Display, gewesen. Alter, um Himmels Willen. Ja, ich sag doch, hast du nicht gesehen? Du siehst ja gar nicht dein eigenes Gesicht. Ich sag doch, das ist. Ja, meine Kamera ist völlig am Arsch. Ich habe jetzt hier mir so einen Smoothie geholt mit Leinsamen gestreckt. Ich bin ehrlich, ich achte echt drauf, dass ich so ein bisschen die Fette habe morgens. Also hier sind jetzt nicht übertrieben viele drin oder irgendwas Schönes, das ist auch mehr Genuss und ein bisschen einfach das Gefühl, irgendwas zu haben. Das hier ist so ein kleiner Espresso. Hast du gerade gesagt, du achtest auf die Fette morgens? Ja. Tim, der ist mit Leinsamen. Der ist mit Leinsamen zerrieben, also müssten welche drin sein, steht da ausdrücklich drauf. 0 Gramm Fett. Das ist eine Lüge, dann sind keine Leinsamen drin. Ja, hier jedenfalls, das Ding hier ist nur da, dazu da, um zu funktionieren, dieser kleine doppelte Espresso. Und damit wir jetzt diesen Dreh irgendwie halt einigermaßen überstehen, schaut euch Sascha an. Sascha, wie viel hast du geschlafen? Gar nicht. Wie geht's dir? Bist du nicht auch ein? Nee, ich trinke lieber Club Mahlzeit. So das eine, was so nach ausgedrückten Zigarettenstümmeln schmeckt. Ja. Stehe ich voll drauf, Alter. Wie ist das so von den Fats her und Kalorien? Das ist ich achte halt morgens, ich achte generell morgens drauf, dass ich morgens meine Fette zu mir nehme. Und deswegen trinke ich Mate. Los. Jo Leute, wir sind jetzt hier und lassen uns ein bisschen Kartentricks beibringen. Wenn man faulen Zauber schön in Szene setzt, dann ist das schon sehr beeindruckend. Kriegt ja auch die ein oder andere Dame auch ganz schnell ins Bett, glaube ich, oder? Also, pass auf. Wir haben hier 52 bzw. 54 Karten. Alle verschieden. Zwei Joker. Und was ich von dir jetzt gleich haben möchte, ist natürlich. Das Ass ist da oben schwarz und markiert. Ich sehe das doch. Na, nehmen wir es raus. Dann nimm mal irgendeine Karte. Und Marcel, nimm du auch irgendeine Karte? So, schaut es euch an, merkt es euch, zeig es in die Kamera. Man kann es zwar. Ah, ne, doch nicht. Das werde ich nicht. Das ist in der Linse gesehen. Sag mal irgendwann Stopp, Marcel. Stopp. Pack's da rein. Nicht mehr vergessen. Ja. Kamera hat's gesehen. Sag du auch irgendwann Stopp. Stopp. Hier. Pack's da rein. Nicht mehr vergessen. Okay, wir fangen jetzt an. Ich mische die Karten erstmal einmal durch. Mische die Karten einfach noch ein zweites Mal durch. Und jetzt mache ich Mission Impossible, pass auf. Alter, das sieht so krank aus. Das Movement, Alter. Schiffi, wieso schicken wir dich auf so ein Pokerturnier? Pass auf, wir fangen mit deiner Karte an. Du weißt deine Karte? Ich hatte weltweite Sperre, Alter. Pass auf, Tim. Gibt ja aber so Leute zum Beispiel, so Kessel gucken in Casinos. Ach du heilige Scheiße, hör doch auf, weißt du. Ist deine? Ja. Cool, cool. Also, wir mischen die Karten nochmal durch. Und jetzt versuche ich deine. Pass auf, das ist nicht deine Karte, richtig? Richtig. Pass auf, 1, 2, 3. Und schon erscheint deine Karte und. Wenn da jetzt dein Ding ins König liegt, dann dreh ich durch, Alter. Nein. Nein, hör doch auf! Nein. Ey, wir haben es auf Kamera! Das ist doch nicht normal, Alter! Ich. Nein, die nicht angefangen! Nein, dann hast du die getauscht, Alter. Digga! Hör doch auf! Ich schwöre, ich hätte das Leben meiner kleinen Schwester verwenden können, dass da nicht diese Karte liegt! Du hast echt zu heftig, Alter. Jetzt liegt hier irgendwie 500 Euro, oder? Ja, okay, hier, also. Ich komm gleich wieder! Was denn dein abgefucktester Trick? Mein abgefucktester Trick? Also, das Auto. Ja, nee, mein abgefucktester Trick, ja, ich Auto erscheinen lassen, ist schon nicht schlecht. Aber ansonsten mit Karten kann ich dir noch was zeigen. Pass mal auf, Tim, nimm mal nochmal irgendeine Karte. Schau sie dir an, zeigst du die nochmal, ich nehme sie auch weg. Hast du gemacht? Ja. Ja, sag mal Stopp. Stopp. Hier? Mhm. Sicher? Ja. Glücklich, ich zeig's auch nochmal in die Kamera rein. Bitteschön. Okay, Tim, pass auf. Es gibt Zauberer, die finden die Karte mit den Händen. Mhm. Es gibt
gibt es aber auch Zauberer, die finden die Karte mit anderen Körperteilen. Gehöre ich dazu? Pass auf. ich finde die Karte mit dem Mund. Mit dem Mund. Pass auf. Genau. Und zwar, du weißt deine Karte noch. Mhm. Deine Karte ist irgendwo im Kartenspiel drin. Und zwar, ich schätze mal, irgendwo in der Mitte. Ne? In der Mitte drin. Und was ich jetzt gleich versuchen werde, ist, deine Karte aus dem Kartenspiel rauszunehmen und in meinen Mund zu verfrachten. Beziehungsweise mit meiner Zunge zu finden. Aber ich hast einen Mund? Nein, pass auf. Deine Karte ist irgendwo in der Mitte und jetzt pass auf. Fassung. Okay. War es jetzt? War es die Karte? Nein, war sie nicht. Jetzt musst du schon wieder eine Karte wegschmeißen. Hör doch mal, Alter! Selbst wenn er wusste, dass das die 9 ist. Selbst wenn er das wusste, okay? Er hat sie wirklich irgendwie mit seinem scheiß Mund gefunden. Ey, ich schwöre, ich werde mir das Video angucken, bis ich dieses verfickte Geheimnis erfahre und die zerpflücke. Alter, ja, aber ist das jetzt so ein Trick, wo man... Also wurde die Sache dahinter eigentlich so leicht ist oder denkt man, ist es schwer umzusetzen? Ist schon nicht so leicht. Also der Franz gebraucht für das alles so ein bisschen, weil die Leute, glaube ich, die wissen das nicht. So, lass doch einfach reinlaufen und dann... Ich mache es jetzt seit 7 Jahren ungefähr. 7 Jahren? Ja, seit 2 Jahren so professionell, seit diesem Jahr hauptberuflich. Und ja, also ich sei krank. Dankeschön. Also Jungs, falls ihr irgendwie den faulen Zauber dahinter entdeckt habt, schön, aber ich finde, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist echt krank. Also ich habe auch gestern schon ein paar Tricks von ihm gesehen. Er kann auch scheinbar ein Auto verschwinden lassen. Das werde ich auch noch überprüfen. Wenn ihr auch ein Auto haben wollt, ruft ihn an. Kann die unten die Nummer reinposten. Machen wir das. Also, wir sehen uns, Jungs.